Ich bin ja absoluter Freund von Biergärten. Also ich finde, das gehört nicht dazu. Punkt. Okay. Ja. Wollen wir generell sagen, dass wir abstimmen? Oder? Ja. Mir fällt es teilweise sehr schwer, Kompromisse zu schließen. Ich dachte wirklich, dass jemand auch die Polizeiwache zum Beispiel vorschlagen würde, um Sicherheit in diesem Park zu schaffen. Wer spricht dagegen? Ich. Du sprichst dagegen? Ich bin auch nicht dafür. Kompromiss heißt, wenn keiner gewinnt. Viele Menschen haben das Gefühl, nichts bewegen zu können. Dabei wollen sie sich eigentlich einbringen und mitgestalten. Was passiert, wenn plötzlich alle mitbestimmen dürfen? Wir haben 7 Frauen und Männer eingeladen, das herauszufinden. Ein Weg, über den in der Demokratie mehr Leute mitsprechen können, sind sogenannte Bürgerräte. Die gibt es auch in Deutschland. Die Teilnehmenden werden ausgelost und entwickeln Vorschläge für die Politik. Eure Aufgabe: gestaltet gemeinsam einen Park. Der Park ist 5x5 Felder groß. Unser Bürgerrat muss entscheiden, was unbedingt in den Park soll und was nicht. Denn der Platz im Park ist begrenzt. Ich habe die Schilder gesehen und gedacht, oha, das sind aber schon recht viele. Ich habe mir was überlegt. Sollen wir mal kurz diskutieren? Ja, ich bin gespannt. Sind wir uns alle einig, dass es grün sein sollte? Ja. Gut, weil davon ausgehend, der Rasen zum Beispiel. Für mich war das existenziell während der Pandemie zum Beispiel, weil man sonst eingesperrt ist wie in einer Schuhbox. Wer ist denn dafür? Wollen wir generell sagen, dass wir abstimmen? Oder ja. Also Rasen? Die Politikwissenschaftlerin Patricia Nanz erforscht, wie Mitbestimmung gestärkt werden kann. Sie sieht die Zukunft der Demokratie auch in Bürgerräten. Wie wichtig ist das Instrument eines Bürgerrates? Aus meiner Sicht ist es wichtig für die Aktivierung von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch um die Kluft zwischen Staat und Gesellschaft vielleicht irgendwann zu verkleinern. Aber sozusagen der Wert an sich ist nicht in einzelnen Bürgerräten zu suchen, sondern darin, dass irgendwann hoffentlich sich die Demokratie insgesamt dadurch erneuert. Ich wollte auf jeden Fall die Toiletten und die Bänke, die zwei wesentlichen Dinge. Aber wozu brauchst du Toiletten? Sorry, wenn ich da schon mal widerspreche. Wenn du zum Beispiel kein Angebot hast am Café, was habe ich gesehen, oder am Biergarten. Ob ein Café da ist oder ich mache ein Picknick auf dem Rasen, auf Toilette gehen, muss ich wahrscheinlich so oder so. Ja. Toiletten? Ich bin dafür. Ja. Bänke finde ich auch total wichtig, gerade für ältere Leute, die eben nicht auf dem Rasen sitzen können. Und stillende Mamas. Jo, ich bin für die Bänke. Ich fand unsere Art und Weise, wie wir die Entscheidung getroffen haben, wahnsinnig demokratisch. Ich bin ja absoluter Freund von Biergärten. Und ich glaube, dass ganz viele Leute auch gerne in so einen Biergarten gehen wollen, gerade am Abend, und dadurch man auch noch den Park ein wenig mehr beleben kann. Also ich finde, das gehört nicht dazu. Punkt, okay. Ich finde tatsächlich. Aber was haltet ihr davon, wenn jetzt jeder von uns eins nimmt, wofür er wirklich steht, und wir dann das diskutieren und verhandeln? Ja, okay. Können wir machen. Ich habe 2 Kinder, bin verheiratet, und da geht es oft drum, wer möchte jetzt was machen, wie gestalten wir uns den Sonntag. Und wenn dann jeder so ein bisschen was von dem bekommt, was er haben möchte, ist es perfekt, weil dann sind alle so ein bisschen glücklich. Gibt es auch typische Hürden bzw. Knackpunkte, an denen Bürgerräte auch schon gescheitert sind? Zum Beispiel die Frage, ob man in Abstimmungsmodus geht oder nicht. Geht man nur sozusagen in die Beratung oder gemeinsame Gestaltung, oder macht man wirklich Abstimmungen auch? Was bedeutet das dann? Das nimmt ein bisschen an der Dynamik, finde ich, was weg. Also ich habe mich für Beleuchtung entschieden, um auch gerade in meiner Rolle zum Beispiel als Frau sicher nach Hause gehen zu können, um mich sicher zu fühlen. Gibt es jemanden, der dagegen stimmt? Darf ich es hinlegen? Jo, angenommen. Cool. Wir sind abhängig von der Digitalisierung. Es ist immer wichtiger, WLAN zu haben und auch um uns zu connecten. Dementsprechend wollte ich das auf jeden Fall mit dabei haben. Ich finde, es konkurriert so ein bisschen, wenn ich da an die Tafel gucke, dass da sind noch so ein paar sportliche Aktivitäten etc. Mhm. Also für mich wäre es ein bisschen unter Vorbehalt. Ich fand es gut, dass ich gehört wurde, als ich das WLAN vorgeschlagen hatte, obwohl ich am Anfang sehr viel Skepsis gesehen und gehört habe. Das wird immer wichtiger. Nicht jeder hat die Möglichkeit, Internet zu nutzen, aber jeder muss teilweise Internet nutzen. Ich glaube auch, es wird genug Platz bleiben noch für Sport. Ich bin auch für Sport. Mhm. Und wenn es gar nicht geht, machen wir ja die Spielregeln, was wir dann noch rausschmeißen wollen oder nicht. Wer ist dafür? Alles klar. Also erstmal, genau. Also ich habe mich für den Rosengarten entschieden. Mir war klar, bei einigen Dingen, die kommen da rein. Und deswegen habe ich mir die Dinge genommen, die vielleicht jemand anders hätte übersehen können. Darf ich es hinlegen?
Wer ist dafür? Von mir aus, ja. Okay. Okay. Also die Zukunft meiner Kinder ist auch davon abhängig, dass wir Insekten quasi den Lebensraum geben. In der Stadt generell, du hast für die Kinder kaum Möglichkeiten, dass sie sich frei bewegen können. Zustimmung? Mhm. Ja. Und ich möchte ganz gern für den Springbrunnen werben. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz persönliche Sache. Ich liebe es, wenn ich in Parks unterwegs bin oder in Großstädten und man dort an einem Springbrunnen vorbeikommt. Ich würde aber wirklich gerne noch dafür plädieren, dass das ein Trinkwasserbrunnen wäre. Dann würde ich gleich zum Rosengarten hinzufügen. Der passt auch richtig gut rein. Ich bin kompromissbereit, aber ich glaube, ich bin ein bisschen mehr kompromissbereiter geworden. Tatsächlich, ja. Wie viel Vorwissen, wie viel Expertise müssen Teilnehmer und Teilnehmerinnen da mitbringen? Bei lokalen Fragen ist es so, dass die Menschen so viel lokales Wissen mitbringen, dass sie gar nichts brauchen. Bei komplexen Fragen wie Klimawandel oder die Deutschlandsrolle in der Welt, wo es auch um außenpolitische Dinge geht, ist es so, dass sie eben Hearings haben von Experten, dass sie genügend Informationen haben, um sich dann auch wirklich in der Tiefe auszutauschen. Mir fehlt der sportliche Charakter noch. Mhm. Und ich kann mich tatsächlich gar nicht so richtig entscheiden. Ich habe Schach genommen, auch ja, eben so spannend, ja, auch aus der Sparte, so das kulturell. Das gibt es als Brettspiel. Ja. Und das kann ich mit in den Park nehmen. Also ich will mal hier als Gemeinschaftserlebnis auch den Grillplatz noch einwerfen. Ja. Fitness macht man so nebeneinander her. Ja. Und da Schach. Fehlt mir die Begegnung und Schachen. Ich möchte mal hier mit meinem Also ich komme mir gerade ein bisschen verloren vor. Wer ist denn gegen das Vogelhäuschen komplett? Gegen nicht. Also dann wärst du dafür, weil dann ist es eine Mehrheitsentscheidung. Ich glaube, ein Kiosk ist oftmals kostengünstiger als ein Café, was ja noch da hinten an der Wand steht. Ja. Wer spricht dagegen? Ich. Du sprichst dagegen? Ich bin auch nicht dafür. Oh. Bin ja für einen Kiosk, aber nicht auf Kosten der Allgemeinheit. Wer ist denn dafür? Wer ist dafür? Daher bin ich dagegen. Ich bin dafür. Also ich darf es hinlegen? Ja. Genau. Haben wir den Fitness schon genehmigt oder sind wir noch? Also Sportbereich finde ich wichtig. Ja, und dann die beiden noch, dann passt das ja. Das wäre dann auch als Begegnungszentrum. Ja, ich verzichte auch auf mein Schach. Ich wollte ja ein Schachbrett noch mit reinbringen und das konnte ich nicht. Und in dem Augenblick war ich dann noch, nachdem ich dieses Gefühl der Mitbestimmung hatte, war da plötzlich dieses Gefühl der, okay, jetzt darf ich doch nicht mehr. Ich würde gerne noch mal was ganz anderes reinschmeißen. Und zwar die Freilichtbühne da hinten. Weil ich glaube, es passt da jetzt noch genau hin und damit könnten wir alle Generationen abholen. Junge Leute für Poetry Slam oder was weiß ich, Kindertheater und dann auch für ältere Leute. Dann möchte ich aber Fitness mit denen austauschen. Ja. Wer ist denn gegen die Freilichtbühne? Sag mir es so. Weil wir noch so viel Platz haben, bin ich denn dafür. Also die nehmen wir rein? Ja. Dann nehmen wir die rein. Wer ist denn dafür, dass wir Naturlernpfad mit Fitnessbereich austauschen? Ich. Ich finde, wir haben dann gar nichts Sportliches, ne? Also Naturlernpfad, du kannst wandern gehen. Das ist doch nicht sportlich. Ja, aber das ist kein Sport. Also ich bin eher konfliktscheu, von daher geht es manchmal auch über Kompromisse, auch wenn es einem mal wehtut. Wer ist denn dafür, dass wir den Naturlernpfad gegen den Fitnessbereich austauschen? Und wer ist dafür, dass wir gegen den Insektenhotel austauschen? 4 Das sind 4-3. Also verlieren doch wieder unsere Lebensgrundlage. Aber das ist ja auch Demokratie. Wenn das jetzt ein echter Park gewesen wäre, würde ich da wahnsinnig gerne mit meinen Freundinnen abhängen. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Anlage geworden. Das heißt, der Park ist fertig? Ja. Wenn es gut gemacht ist und die Leute auch wirklich dann merken, es macht Spaß, gemeinsam Lösungen zu suchen, dann sind sie oft beflügelt, weil sie auch das Gefühl haben, eine gewisse Wirksamkeit zu erzeugen. Gerade auf lokaler Ebene sehe ich das immer wieder. Auf der nationalen Ebene haben sie oft das Gefühl, dass es toll ist, sich auszutauschen und tolle Ergebnisse zu haben, dass sie aber so ein bisschen unsicher sind, ob dann auch wirklich was passiert, ob die Wirksamkeit auch wirklich gegeben ist. Ich dachte immer so, nee, Politik ist nicht meins, aber das macht Spaß, wenn man mitentscheiden kann. Klar, wir sind am Ende nicht alle auf einen Nenner gekommen. Wir haben rege diskutiert, wir haben einander zugehört, wir waren offen, unsere Perspektiven zu verändern. Wenn wir tatsächlich zusammen etwas erschaffen, diskutieren, Meinung austauschen, dann lebt die Demokratie weiter. Wenn so Demokratie funktioniert, dann hätte ich Lust mitzumachen, ja. Wie demokratisch bist du? Das Experiment geht weiter. Wir fragen, trifft die Mehrheit immer die beste Entscheidung?
in der Folge über direkte Demokratie. Und wir wollen wissen, wie geht's unserer Demokratie eigentlich in der Folge über die Demokratie in der Krise.